Hallo, ich werde ganz oft gefragt, ja, wie das jetzt so ist, dass ich ja meine Apotheke geschlossen habe, dass ich jetzt anders arbeite, dass ich jetzt im Endeffekt ja eine Coaching-Praxis hier habe in den gleichen Räumlichkeiten, wo früher ja die Apotheke drin war. Und ich habe mir überlegt, ich nehme euch jetzt heute einfach mal hier live mit in meine neuen alten Räume, in meine Coaching-Praxis und zeige euch mal, wie sich das hier verändert hat, weil das interessiert ja ganz viele ganz doll. Und ja, was ich total toll finde, ist, dass ich ja auch so ein paar kleine Neuerungen noch habe, die ich euch gerne zeigen würde, über die ich mich total freue. Und ich nehme euch jetzt einfach mal hier mit. Wir eben den Bildschirm hier wechseln. Ja, also wenn man das hier jetzt mal so sieht, das ist da, wo früher der HV-Tisch war. Was heißt früher? Es ist gerade mal noch nicht mal ein halbes Jahr her. Also hier war der HV-Tisch und da haben wir eine Wand gezogen und ich habe ja immer noch ja so ein paar Steine. Ich habe noch meine ätherischen Öle und die befinden sich halt hier vorne in dem Bereich. Hier siehst du so die ehemaligen Eingänge. Da kommt man auch immer noch rein bei mir. Den einen habe ich so mehr oder weniger so ein bisschen zugemacht. Und da wird sich jetzt auch noch was ändern, weil ich nämlich gerne die Türen auch ja, zu haben möchte. Und wenn du dann hier so reinkommst, ich schwenk mal etwas schneller, hier siehst du jetzt so den Bereich im Grunde genommen, wenn du reinkommst. Ich habe ja meine ganzen Eigenmarken noch. Ich habe ja so sehr, in meinen Augen wirklich tolle Produkte für den Stoffwechsel. Die habe ich natürlich alle noch da. Dann habe ich auch meine Tees noch da, die ich immer gerne empfehle bei Stoffwechselproblemen. Das habe ich halt alles noch da und da habe ich ja auch einen kleinen Online-Shop, wo man das dann bekommen kann. So, und das hier ist jetzt so der Bereich, ja, der sich ganz stark verändert hat, wo früher Regale standen, wo früher Ware präsentiert wurde. Und da habe ich jetzt, ja, das so ein bisschen umgestaltet, dass ich hier meine Coachings machen kann. Ich bin sehr gerne hier oben. Ich passe mich immer so ein bisschen an, was meine Kunden, meine Klienten möchten. Man sieht auch jetzt hier, es ist so, ich hatte gerade noch ein Check-up-Gespräch und deswegen steht da auch noch Wasser auf dem Tisch. Und ja, hier sitze ich. Wie man sieht, ist da auch mein Stuhl, wo ich dann meistens drauf sitze, wenn ich das Wingwave-Coaching mache. Und das ist was, da bin ich ja ganz, ganz happy. Das habe ich mir jetzt gerade neu gekauft, dieses Bild, was so toll aussieht nach Urlaub und nach Strand. Das ist, ich war ja am Wochenende auf einer Weiterbildung, auf einem Vertiefungsseminar vom Wingwave, die imaginative Familienaufstellung. Und ja, meine Lehrmeisterin oder auch da, wo ich immer meine Supervision habe, die liebe Steffi, die ist gerade mit ihrer Praxis umgezogen und hat dieses tolle Bild bei sich in der Praxis gehabt. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch haben. Und ja, das habe ich mir dann auch jetzt bestellt und bin ganz happy, dass das jetzt hier oben hängt, weil das ist einfach was, da guckst du hin. Das geht wenigstens mir so. Da guckst du hin und du denkst wirklich, oh, du bist auf Norderney, auf Langeoog. Wo auch immer. Also das ist richtig, richtig toll und da freue ich mich sehr. Ich will da jetzt das noch ein bisschen dekorieren, ein bisschen umgestalten und ja, freue mich halt total, dass das jetzt so schön geworden ist. Und das muss ich euch einfach zeigen, weil ich habe gestern Abend noch bis 11:30 hier mit meinem Mann innen drin das aufgehängt, das Bild. Wir haben noch ein paar Sachen abgeschraubt, ja, die ich einfach noch weghaben wollte. Und es ist halt so, so geht mir das wenigstens, so geht es mir auch mit Wohnungen, wenn ich umgezogen bin in meinem Leben oder wenn ich ein Zimmer neu gestaltet habe. Ich muss immer eine Weile drin sein und dann weiß ich auch, wie ich das umgestalten möchte oder wie ich das anders haben möchte. Und ja, deswegen ergibt sich auch hier in der Coaching-Praxis immer wieder was, was ich eben so anders haben möchte, was ich nochmal umgestalten möchte. Und dann gibt es ja noch ja, eine mehr oder weniger Neuigkeit, dass ich jetzt auch bald hier in den Räumen mit einer ganz lieben Kollegin zusammenarbeiten werde. Und da wird sich sicherlich auch noch mal einiges verändern, einiges neu ergeben. Einfach, das ist ja auch normal, ne? Wenn du dann noch jemanden dazu bekommst, dass man einfach, sag ich mal, da noch mal eine Umgestaltung hat. Und
Ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich denke, wir werden uns sehr, sehr gut ergänzen, auch in unserem Angebot und in dem, wie wir wirklich den Leuten, den Menschen helfen können. Und ja, ich hatte einen tollen Vormittag, weil ich wieder ja gute Gespräche hatte, helfen konnte und ich merke das halt immer mehr. Es ist einfach mein Weg, mein Ding. Und ich habe letztens gefragt worden von jemandem, ob ich denn die Apotheke vermissen würde und wie das denn jetzt so wäre ohne Apotheke. Und was soll ich sagen? Euch verrate ich's. Ich habe aus vollem Herzen gesagt, ich vermisse überhaupt nichts. Also ich vermisse das nicht. Natürlich vermisse ich die Gespräche mit wirklich tollen Kunden, die ich hatte. Tolle Beratungsgespräche. Ich vermisse meine Kollegen, die Jessica und die Britta auf jeden Fall. Aber so das Gebäude oder diese Institution, Apotheke haben, vermisse ich überhaupt nicht. Und wenn ihr jetzt seht, wie schön es hier bei mir ist, könnt ihr das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen. Und könnt auch, wenn ihr seht, dass ich einfach so mit Begeisterung dabei bin, ich glaube, das zeigt dann auch jedem, dass ich die Apotheke gar nicht vermissen kann. Ich werde euch demnächst noch mehr zeigen. Mein Büro habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt und ich habe ja auch noch einen Seminarraum, den ich gerne dann demnächst nochmal zeige. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Man sieht schon wieder das tolle Bild im Hintergrund. Ne? Also ich bin da so begeistert und ich mag so Fotodrucke eigentlich sonst gar nicht, weil ich immer denke so, ne, das erinnert mich immer so ein bisschen so, wir, die in den 70ern geboren sind, wir haben ja immer so ein bisschen schlechtes Omen mit Fototapeten, dass man dann immer denkt, oh nee, sowas mag ich ja gar nicht. Aber das finde ich wirklich toll. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die liebe Steffi. Sensationeller Tipp. Ich freue mich aufs nächste Live-Video. Ich werde jetzt immer wieder mal so Live-Sequenzen machen und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht was draus, genießt es und bis ganz bald. Tschüss!